Ja, willkommen zum allerletzten Neuseeland-Vlog. Ich war zurzeit jetzt 2 Wochen in einer Familie. Da erzähle ich aber später nochmal zu mehr, ein bisschen ausführlicher, denn momentan bin ich in Raglan, weil meine Familie, bei der ich jetzt bin, hat mich hingebracht. Ich durfte jetzt hier einen Tag chillen. Ich habe wahrscheinlich auch einen mega Sonnenbrand, aber es war ziemlich cool hier, nochmal gutes Wetter, nochmal ein bisschen Sonnen, ein bisschen braun werden. Ja, hier bin ich jetzt noch eine Woche und dann geht es für mich auch schon nach Auckland und dann fliege ich nach Hause. Also so viel gibt es nicht mehr zu sehen, aber in Raglan am Strand kann ich euch jetzt nochmal ein bisschen zeigen und dann erzähle ich euch die Tage dann nochmal so ein bisschen, was ich bei der anderen Familie gemacht habe. Also, viel Spaß damit. Man sieht's. Und ganz wichtig natürlich, ich bekomme hier wieder gutes Essen. Ich kann wieder essen, so viel ich will. Nein, wirklich, die letzten 3 Wochen habe ich mal wieder gesund gegessen. Mal wieder vielleicht so, wie man auch essen sollte. Nicht so die letzten 5 Monate. Also das war, muss man auch nochmal lobend erwähnen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das allerbeste schon erwähnt habe, dass Leon gar nicht mehr da ist. Leon ist schon wieder in Deutschland. Wir haben uns vor 2 Wochen mal getrennt. Ja. Ich würde sagen, das war bis jetzt echt die schönste Zeit in Neuseeland, die ich hier hatte. Weil der hat schon genervt am Ende ganz schön. Ja, der ist jetzt, der hatte keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt. Ja, und der ist jetzt in Deutschland. Schöne Grüße nach Deutschland, Leon. Arschloch. So, ich wollte jetzt ja auch noch erzählen, was ich in den Familien so erlebt habe. Och nee. Ja, komm, mach. Danke. Also, in der Familie habe ich ganz viel auf Hühner aufgepasst. Ich habe eine Kuh gemolkt, ich habe Käse gemacht. Wir haben auf Bienen aufgepasst. Die haben mich was gestochen. Ja, richtig gefährlich. Nein, auf jeden Fall, wir haben Honig gemacht. War richtig cool. Das habe ich einfach alles da mal so gesehen, was ich vorher noch nie so gesehen habe in der Hinsicht. Ja, und das wollte ich eigentlich mal erzählen. Hier bin ich jetzt noch, jetzt bin ich bei der zweiten Familie, bin ich jetzt nach 3 Tagen, dann fahre ich nach Auckland und dann fliege ich nach Hause. Und dann mache ich aus Auckland nochmal einen kleinen Zusammenfassung und dann sehen wir uns in Deutschland. Bis dann. Ja, ich sitze hier jetzt am Aucklander Flughafen, denn für mich geht es in 2 Stunden, 2,5 Stunden, geht für mich der Flug nach Hongkong und dann ist es auch nicht mehr lange, dann geht es nach Deutschland. Das heißt, ich sage einfach schon mal Danke für alle, die zugeguckt haben, aber hier wird es jetzt wahrscheinlich vorbei sein. Ich zeige euch noch ein bisschen vom Flug und dann war es das aus Neuseeland. Vielen Dank an alle!